Dann sind Sie ja zu diesem wunderbaren DMSO gekommen. Was ist denn DMSO? Es ist ein naturwissenschaftlich gesprochen ein sehr einfaches Molekül, eine kleinmolekulare Substanz, die sich auf ein Schwefelatom basieren lässt, also ein Schwefelatom im Zentrum des Moleküls. Und diese Substanz, die findet man überall in der Natur, im Boden, im Wasser, in der Luft, in der Atmosphäre, in Spuren. Deswegen wusste man das auch lange nicht, ist also überall vorhanden und ist der Hauptbestandteil des globalen Schwefelkreislaufs oder man kann sogar sagen Stoffwechselkreislauf der Erde. Das heißt, Mikroorganismen setzen den anorganischen Schwefel, der aus den Vulkanen ja hauptsächlich kommt, um in ihrem Stoffwechsel zu organischen Schwefelverbindungen, wie zum Beispiel Dimethylsulfid oder eben auch Dimethylsulfoxid, das ist der ausgesprochene Name von DMSO. Und das ist natürlich eine äußerst wichtige Tätigkeit dieser Mikroorganismen, ohne die das Leben, wie wir es jetzt vorfinden, mit Pflanzen und Tieren nicht möglich wäre, weil wir eben ja organischen Schwefel, also organisch gebundenen Schwefel in all unseren Proteinen haben und er ja da auch äußerst wichtig ist. Und der würde nicht verwendbar sein, ja, also wenn er vulkanischen Ursprungs bliebe als anorganischer Schwefel. Und deswegen ist DMSO eben so etwas Erstaunliches, weil es ubiquitär vorhanden ist auf der Erde, auf diesem Planeten. Man aber dann, wenn man es therapeutisch nutzen will, natürlich hohe Konzentrationen davon benötigt, also letztendlich diesen Stoff als Reinsubstanz benötigt und nicht nur in Spuren in der Umwelt. Und das Schöne ist eben, dass unser Organismus diese Substanz kennt, seit Anbeginn sozusagen der Entwicklung des Lebens und diese Substanz eben sehr harmonisch mit, ja, mit unserem Stoffwechsel, mit unserem Körperwasser und so weiter zusammenwirkt. Okay, ja, interessant. Was ist denn der Unterschied zu MSM? MSM ist ja auch ein Schwefel. Genau, das ist diese Stoffreihe, die nacheinander entsteht. Also die Mikroorganismen erzeugen DMS, Dimethylsulfid. Das wird dann weiter oxidiert zu DMSO, Dimethylsulfoxid. Und dann die nächste Oxidationsstufe ist dann Dimethylsulfon, so heißt es offiziell. Wir kürzen das gerne mit MSM ab, also Methylsulfonylmethan. Und MSM als sogenannter organischer Schwefel bezeichnet, ist also quasi das Endprodukt in dieser Reaktionsreihe. Und mit dem DMSO natürlich sehr nahe verwandt, molekular gesehen. Wo kommt das in der Natur vor, dieses MSM und das DMSO? Also wird es synthetisch jetzt irgendwie erzeugt, zum Gebrauch oder findet man das auch irgendwo in der Natur, wo es irgendwie abgebaut wird oder so? Ja, also wie ich sagte, in der Natur ist DMSO überall zu finden. Das MSM auch. MSM entsteht aber hauptsächlich, wenn wir DMSO einnehmen, durch also Oxidation im Körper. Ach so. Diese natürlichen Quellen, wie ich sagte, die sind technisch nicht so gut ausnutzbar, weil es entweder nur in Spuren vorkommt oder weil das DMSO, das ja von allen Pflanzen aufgenommen wird, da wieder mit, ja, sagen wir mal, relativ komplizierten Verfahrensschritten herausgelöst werden muss, was ein industrieller Prozess ist, der, sagen wir mal, aus Sicht eines Chemikers etwas unsauber verläuft. Man braucht also Aufschlusschemikalien und so weiter, hohen Energieaufwand. Deswegen ist es inzwischen einfacher, auch wegen der hohen Nachfrage, dass man es tatsächlich
ja, wie ich gerne sage, in Edelstahlkesseln in der Industrie herstellt. Das ist ein sehr einfacher und sehr sauberer Prozess, nämlich man nimmt das Dimethylsulfid, was ich erwähnt hatte, was von den Mikroorganismen hergestellt wird oder im Stoffwechsel produziert wird, und oxidiert das mit einer anderen bekannten und sehr sauberen Substanz, nämlich mit Wasserstoffperoxid. Darüber, denke ich, haben alle Hörer hier schon auch viel gelesen und erfahren. Also die beiden Stoffe, die werden zusammengegeben in großen Edelstahlkesseln, und es entsteht dann ein blitzsauberes DMSO, das man auch pharmazeutisch zertifizieren kann, also mit hoher Reinheit. Mhm. Und das Nebenprodukt, das einzige Nebenprodukt dieser Reaktion, ist reines Wasser. Also ein sehr schöner Prozess, der uns es heute möglich macht, DMSO eben sehr kostengünstig zur Verfügung zu haben, ohne dass wir, wie gesagt, es irgendwie in der Natur noch aufsammeln und aufschließen müssten. Ja, okay, verstehe. Nur dieses DML, also DMS, findet man das denn in der Natur oder wo kommt denn dieser Rohstoff her? Ja, das kann man sich ja biotechnologisch sozusagen erzeugen lassen von Mikroorganismen eben. Ne? Ach so. Als Rohstoff dann gewinnen, ja. Okay, also da ist es ganz einfach mit Mikroorganismen. Vielleicht ganz kurz, weil das... Ja, es ist... es werden natürlich von den Bakterien sehr, sehr große Mengen erzeugt. Man spricht von mindestens 30 Millionen Tonnen pro Jahr, die also in der Natur entstehen. Allerdings, wie gesagt, verteilt auf den ganzen Globus, auf den ganzen Planeten, sind 30 Millionen Tonnen natürlich dann doch nur eine kleine Spur. Und deswegen eben dieser industrielle Weg, weil DMSO in sehr, sehr großen Mengen nachgefragt wird inzwischen. Okay, das heißt, man benötigt irgendwelche Bakterien und die machen dann dieses... Die Vorstufe, ja. Mhm. Vorstufe, und das wird dann oxidiert und dann hat man DMSO. Und das ist ja, man sieht, es kommt von der Natur. DMSO ist da ja nicht alleine. Es gibt viele Substanzen, die wir ursprünglich in der Natur finden, auch aus der Natur genutzt haben, auch in früherer Zeit schon, die aber inzwischen industriell in Edelstahl-Silos erzeugt werden, einfach weil, wie gesagt, sich der natürliche Weg irgendwann nicht mehr lohnt, wenn die Nachfrage sehr hoch ist. Ja, wir kennen das von anderen Dingen auch. Man kann ruhig auch zum Beispiel das Wasserstoffperoxid als Beispiel anfügen, ja. Das wird auch in der Natur erzeugt, aber eine Gewinnung aus der Natur würde sich nie lohnen. Und der Vorteil ist, wie gesagt, wir können DMSO heutzutage in hoher Reinheit erwerben. Und das ist natürlich ein großes Glück für ein Hausmittel, ja, wie ich gerne sage. Und dann gehen wir eben den Kompromiss ein, dass es nicht mehr irgendwo im Grünen aufgesammelt wurde, sondern dass es eben aus großtechnischer Herstellung bereitgestellt wird. Okay, verstehe. Entscheidend ist ja die Sauberkeit, und entscheidend ist, dass unser Körper diese Substanz interpretieren kann. Und da es sich um ein sehr einfaches Molekül handelt, das man eben überall in der Natur findet, ist das gewährleistet. Perfekt, sehr gut. Okay, und jetzt...